Kinder, herzlich willkommen zu unseren Animal Moves. Wir machen heute die Tiere nach, die am Wasser leben. Und wir freuen uns wieder voll, dass du eingeschaltet hast. Und so starten wir auch gleich. Es geht los. Holen wir uns noch Musik. Sehr gut. Dann beginnen wir mit dem Frosch gleich. Der ist am Teich, oder? Wir nehmen mal die Hände zum Boden und springen mal so ein bisschen vor. Und entweder springst du jetzt nur nach vorne oder du schließt. Jawohl, genau, so wie es der Basti jetzt schon vormacht. Mal die Füße in der Luft. Das ist ein bisschen schwerer. Nochmal, super. Sehr gut. Halt dein Körpergewicht kurz auf den Händen und zieh mal den Po hoch und die Nase hoch, so gut du kannst. Kommst du mal. Mach mal nur ein letztes Mal, aber geht's noch. Ja, das ist schon ein starker, dynamischer Einstieg hier. Dafür ist das nächste Tier, super gemacht, dafür ist das nächste Tier einfacher, die Möwe. Jetzt sind wir vom Teich am Meer und öffnen die Arme und segeln mal über das Wasser. Genau, weite die Arme mal ganz lang aus. Ja, du kannst einmal schnell hier segeln. Dann läufst du etwas schneller. Und dann stopp. Also die Möwe hat ein bisschen Übermut heute, die ist ganz schön fatal. Ja, schauen wir, wie es dem Fisch im Wasser geht, ob der so schnell schwimmen kann oder ob der ein bisschen langsamer ist. Dazu gehen wir in die Bauchlage. Wir strecken die Beine aus, winkeln mal die Arme etwas an, genau, heben die Beine an und batteln mal in der Luft mit den Füßen. Hinten die Füße batteln. Füße. Jawohl. Und die Arme seitlich mitnehmen, da denkst du dir, die Arme wieder wie so kleine Flossen. Und geschafft. Bravo. Dann drücken wir uns nach oben, kommen im Stehen an. Geht im Meer gleich weiter. Vom Fisch zum Delfin. Und wir schließen mal unsere Hände. Genau. Und machen mal so große Wellenbewegungen, wie wenn hier der Delfin durchs Meer springen würde, durch die Wellen durchtauchen würde. Genau. Super. Bravo. Gut. Ja, dann haben wir den Delfin jetzt, glaube ich, eh relativ lange gemacht. Die Robbe ist unser nächstes Tier, der Basti macht es schon vor. Du kommst in die Bauchlage, beugst mal die Knie und greifst dir die Füße hinten und ziehst dich jetzt hier mal mit der Brust und mit den Oberschenkeln vom Boden etwas weg. Spann den Bauch an und spann den Po an. Mach mal die letzten 4, 3, 2, und geschafft. Die Füße wieder lösen. Dann drehen wir uns um, bleiben am Boden für den Krebs. Der kann nochmal ein bisschen nach vorne gehen, oder? Die Hände auffächern, die Fingerspitzen drehen nach außen. Drückt den Po ein bisschen an und kraft nach vorne. Jawohl, und wieder zurück. Sehr gut. Nochmal vor. Ja, den Druck ein bisschen höher anheben. Und wieder zurück. Bravo. Gut, dann machen wir dann stehen weiter mit dem Pinguin. Wir richten uns auf, kommen im Stehen an. Jetzt schließen wir mal die Fersen und drehen die Zehen nach außen. Winkeln mal so ein bisschen die Arme mit den Fingerspitzen nach außen an. Lassen die Achseln eng und die Arme eng beim Körper. Und wachsen mal. Genau, wir verlagern mal das Körpergewicht von einem Fuß auf den anderen.
Sehr gut. Gut. Dann macht man Boden weiter. Kleiner Pinguin mit dem Walross. Schauen wir mal, wie uns das gelingt. Und zwar ziehen wir uns jetzt hier mit unserem Körpergewicht, genau, den Ball noch zuvor, am Boden entlang. Die Hände mal platzieren, mit dem Oberkörper anheben, hinten die schwere Walrossflosse nachziehen. Boah. Da brauchen wir ganz schön Kraft in den Armen. Und geschafft. Fertig. Gut, dann bleiben wir jetzt gleich wieder am Boden für den Seestern. Der liegt auch im Meer. Wir kommen in die Rückenlage, strecken uns mal in ein X vom Gefühl und heben dann Arme und Beine immer gegengleich an und ziehen uns mit jedem Ausatmen hoch. Du versuchst mal mit dem gestreckten Arm zum langen gestreckten Bein zu greifen und ziehst dich mit jedem Ausatmen hoch und mit jedem Einatmen tief. Machen wir jede Seite noch einmal. Super machst du das und der letzte Seitenwechsel. Gut, alles klar. Komm nach oben. Das Krokodil, unser nächstes Tier. Auch im Wasser lebend. Wir verlassen das Meer und kommen an den Fluss. Und schnappen mal groß zu. Mit starken Armbewegungen klatschen wir die Hände nach vorne zusammen. Genau, wie ein Krokodilmaul, das hier mal zusammenschnappt. Sehr gut. Ja, dann kommen wir wieder zurück für ein großes Tier, aber jetzt ein haariges Tier, und zwar weiß. Was könnte das sein? Eisbär, ja. So, wir lehnen uns mal nach vorne vom Oberkörper, spannen den Bauch an, ziehen mal die Fingerspitzen tief und greifen immer, wenn wir einen Schritt nach vorne gehen, zu den Füßen bzw. zu den Pfoten vom Eisbären. Jawohl. Und wir drehen wieder um. Bravo. Kleiner Eisbär, kommen wir mal nach vorne und geschafft. Dann rollen wir uns wieder auf. Sehr gut. Dann machen wir mit der Schildkröte weiter. Die ist jetzt gemütlich. Und zwar sollen sich die jetzt mal gemütlich am Meer. Oh, lässt sich mal noch hinten drauf im Band zersinken. Wir öffnen die Knie und greifen jetzt von innen mal die Füße. Fest umgreifen, den Kopf kannst du ablegen und dann schaukelst du bequemer hier auf deinem Panzer von Seite zu Seite. Genau, spannst dich mal hier um die Leiste. So, und wir bänden uns auf unseren Panzer zur Mitte ein, lösen vorsichtig den Griff um die Füße und setzen uns nach oben zurück auf. Und so sind wir mit den Tierbewegungen am Wasser schon wieder fertig, haben wir schon wieder geschafft. Schlag ein. Boah, das brennt. Das ist nur ein kleiner Einsatz von Matti, der darf uns jetzt hier gemütlich machen, ihr zu Hause auch. Leg dich in eine bequeme Position. Nach dem braven Turnen kommen wir jetzt natürlich nochmal ein Entspannungsteil. Wie immer gibt es eine Geschichte, eine Fantasiereise. Und da kannst du wirklich jetzt hier am besten dich nochmal entspannen, wenn du die Augen schließt. Mach es dir gemütlich, der Buddy liegt jetzt hier zum Beispiel in der Seitlage. Genau. Oder in die Rückenlage, ganz egal. Mach es dir gemütlich.
Ich werde euch jetzt etwas erzählen und ihr hört einfach nur zu. Bevor es losgeht, atme ein paar Mal ganz tief ein und aus und versucht ganz ruhig zu werden. Kennt ihr ein Aquarium? Vielleicht habt ihr ja sogar eins zu Hause. Ein Aquarium ist ein Becken, in dem ganz viele Fische leben. Es gibt ganz kleine und große Aquarien. Ich möchte euch heute von einem großen erzählen. Und so stellst du dir vor, du stehst vor einer Glasscheibe. Durch die Scheibe hast du einen tollen Blick auf das beleuchtete Aquarium. Du kannst alles sehen und es ist wirklich spannend. Zuerst entdeckst du einen großen Fischschwarm, der an der Scheibe vorbeischwimmt. Die Fische sind gelb und leuchten richtig. Sie scheinen alle einem Anführer zu folgen, denn ein Fisch schwimmt vorweg. Plötzlich verändert der Fisch seine Schwimmrichtung und der ganze Schwarm zieht hinter ihm her. Da noch einmal, es sieht fast so aus, als ob die Fische tanzen. Die Fische schwimmen an großen grünen Pflanzen vorbei und verschwinden aus unserem Blickfeld. Da kommt ein großer dunkler Fisch mit einem riesigen Maul angeschwommen. Der Kopf sieht so lustig aus, als ob er eine Nase hätte. Beim Schwimmen öffnet er ab und zu sein Maul. Ob er während des Schwimmens etwas frisst? In einer Ecke am Boden des Aquariums entdeckst du einen kleinen Krebs. Er läuft seitwärts durch das Becken und versteckt sich schließlich hinter einem Stein. Oh, da kommen die gelben vielen Fische wieder. Sie schwimmen direkt auf die Glasscheibe zu. Hoffentlich bremsen sie rechtzeitig ab. Ah, sie biegen plötzlich nach rechts und sind auch schon wieder verschwunden. In einer Ecke des Aquariums wachsen große bunte Pflanzen. Sie sehen aus wie Blumen. Du guckst sie dir etwas genauer an und merkst, dass sie sich ganz leicht hin und her bewegen. Den Pflanzen zuzugucken ist so schön beruhigend. Ja, fast musst du etwas gähnen. Es macht müde, den Pflanzen zuzusehen. Zum Glück entdeckst du plötzlich einen kleinen Clownfisch, der um die bunten Pflanzen schwimmt. Fast hätte man ihn nicht erkannt. Er ist fast so bunt wie die Pflanzen. Als wieder der Schwarm mit den gelben Fischen vorbeischwimmt, entscheidest du, dass es Zeit ist, das Aquarium zu verlassen. Und so kommst du langsam mit deiner Aufmerksamkeit zurück. Du bewegst dich etwas. Du streckst dich vielleicht. Du gehst nochmal herzhaft. Und du öffnest deine Augen und setzt dich nach oben zurück auf. Und wie war die Reise mit den Fischen? So, dann setzen wir uns nochmal zusammen jetzt vor. Ja, wir hatten wieder viel Spaß heute mit den Animal Moves. Wir hoffen, dass die Kinder zu Hause genauso gut mitgemacht haben. Ja, wie der Bati hier mit mir. Bin mir sicher, ihr habt es wieder super gemacht und wir freuen uns auf nächsten Sonntag, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin alles Gute, bleibt gesund, bis bald, ciao, tschüss, tschüss.